Willkommen in meiner Show. Jetzt wird gechillt. Im Bademantel. Auf Langeweile-Modus. Ich glaube, es sind jetzt noch maximal eine halbe Stunde, bis ich mich einlegen kann. Und dann wird getrunken. Hier ist noch so ein kühles Getränk. Dann, Mr. Million, the fearless Attila Kopmanz. 70.8 for the fearless Attila Kopmanz. Ready for his Octagon debut tomorrow night, and what a debut that is. And also pushing him to claim that title. 72 needs to cut points to, we'll have 2 hours. Or 72 needs to get to 70.8. Du hast ja Verständnis dafür, dass es hart ist. Aber ich halte meinen Teil des Deals ein und schaffe mein Gewicht. Im Gegensatz zu meinem Gegner. Halt bei so einem Turnier, bei so einem wichtigen Turnier, hätte ich halt Farbe, weißt du? So, die Phase jetzt, die Aufladephase. Und meine Elektrolytmischung trinken, um einfach die verlorenen Mineralien wieder aufzuladen. Und das natürlich immer zwischendurch sacken lassen. Also ich trinke jetzt nicht alles auf einmal. Manche machen das gerne, aber da ich immer sowieso dazu tendiere, mich voll zu fressen und voll zu trinken, bei mir ist es ganz besonders schlimm, bremse ich mich halt extra. Und habe da so bestimmte Zeitintervalle, die ich einhalte. Einfach um da so ein bisschen bedachter zu sein und meinem Körper die Möglichkeit zu geben, alles zu verdauen. In einem anderen Leben wäre ich professioneller Wettesser, 100%. Darum muss ich das alles wirklich strikt einhalten. Und während ich hier sitze und entspannt meine Drinks trinke, ist mein Gegner am Abkotzen und muss schwitzen. Ich hoffe sehr, dass er sein Gewicht schafft, weil sonst wäre das eine Schande als Champion. Ich muss auch unterscheiden, es ist immer, ich sehe bei den Jungs, das haben jetzt sehr viele ihr Gewicht nicht geschafft. Und bei manchen war das eine Disziplin-Vorbereitungsfrage. Die haben einfach nicht die richtigen Methoden genutzt und sind nicht richtig, waren halt vielleicht nicht vorbereitet oder so und haben das Gewicht deswegen nicht hinbekommen. Das merkst du halt, die sind noch nicht an ihrem körperlichen Limit. Es gibt die, und dann gibt es aber auch Kämpfer, die einfach an ihr körperliches Limit kommen und es einfach nicht mehr geht, der Körper einfach ausschaltet. Machen alles richtig, aber die waren bereits viel zu schwer. Und dachte ich mir schon. Es gibt ja ein paar Kämpfer, die kommen auch aus dem, die kommen eine Gewichtsklasse runter. Also die kommen jetzt von, normalerweise haben die 77 gekämpft, kommen jetzt runter auf 70. Das ist schon eine krass große Herausforderung. Also was man da alles vorher noch abnehmen muss, auch an Muskeln wahrscheinlich. Ja. Ah! Oh!
Ich dachte ja, dass meine Muskeln bereits gut aufgefüllt sind, aber es sind noch ein paar Literchen. Und Krämpfe sind böse. So, ich bin jetzt am Aufladen. Ich habe mein Gewicht geschafft. Mein Gegner hat sein Gewicht nicht geschafft. Der hat sich mit 72 Kilo eingewogen und hatte dann 2 Stunden Zeit gehabt, um die restlichen Kilos loszuwerden, um die 70,8 Marke quasi zu knacken. Und nach diesen 2 Stunden hat sich herausgestellt, dass er das immer noch nicht geschafft hat. Der ist mit 71,3 hat er sich dann eingewogen, hat also sein Gewicht nicht geschafft. Was bedeutet, der Kampf findet immer noch statt, also ich habe da jetzt nicht die Möglichkeit, den Kampf irgendwie abzulehnen oder sowas. Der Kampf findet trotzdem statt. Er muss 20% seiner Gage abgeben und dann geht's weiter. Meiner Meinung nach eine sehr unprofessionelle Aktion. Ist mir scheißegal, was für Ausreden er raushaut. Eine Wettkampfvorbereitung beinhaltet so viele Hindernisse, so viele Hürden. Und er vor allem als Champion, dass er in so einem Übergewicht in den Kampf geht, gönne ich ihm auf jeden Fall nicht. Und morgen gibt es dafür extra Schläge. Ich muss ja meine Haare machen. Ich konnte aber nicht mehr. Ich konnte aber mal shooten. Conor Outfit. Why everyone say Conor? It's always nice to be elegant, but... You have to be elegant, exactly. It's a press conference, no? But tell me, not all the world. No, we can't thank you for the support of the champion. I'm going to call for your name. You were hard in me. Nah, the Greek accepted the fight. You want it? Capture it. I tell you, Attila Korkas, žijící v Německu, reprezentující Turecko, welcome. Mimochodem IT inženýr 156 světového žebříčku, proti všem ostatním by byl velký favorit, ale tady... Po co mu zápasil? Volil to třikrát, třikrát si to zmluvil na svoje. Dva roky si nezápasil s tým výsledkem. Yeah, and who you fought in the 70? Who? Who you fought in the 70? Besides Ivan Bushinger, who you fought? No saying, give it up. Shitting his pants. Makes no sense to try to convince him to fight you. He's already scared. I mean, you manhandled him as a featherweight for 5 rounds. Now he's running. So, what are we talking about? Yeah, thank you. A champ who can make weight. Kick this guy out of the tournament. So, unfortunately, he won't be able to face him. Hopefully, maybe he'll be voted in, something like that. But other than that, I don't see him. I like your energy. I hope that you will climb the ladder up. But to be honest, I don't even know who are you. To be honest, you don't even know who are you. Also. Hey, Peaky Blinders, we don't know who are you. Also. Relax. It's not because you went to UFC. Nobody know you. Shut up. Relax. Attila Korkmaz. Zápasů, 14 vítězství, jak sám Ron říkal, těžko předvídatelné kopy, otočky a různé údery, který má Attila, disponuje jeho oficiální váha je 70,8, 70.8. Oficiální váha Piotra je 83,8, 83.8.